Der Bau eines Fallbeils ist nicht so leicht, wie er zu sein scheint. Das Wiener Fallbeil und auch die Maschinen in Deutschland wiesen anfangs einige technische Fehler auf. Am Zahnrad an der Kurbelwelle war ein Zahn ausgebrochen, der Befestigungsstift an der Kurbelwelle gebrochen, das Drahtseil eingerissen und die Messer nicht stahlgehärtet. Am 8. März 1940 kam es in Wien zu einem nervenaufreibenden Zwischenfall. Das obere Halsbrett hatte sich von seiner Befestigung gelöst und kippte etwas nach vorne. Das herabsausende Messer blieb im Holz stecken, eine Handbreite über den Kopf des Verurteilten. Der Delinquent ahnte, was passiert war und stammelte immer wieder: Das ist höhere Gerechtigkeit, ich bin unschuldig. Vergeblich. Scharfrichter Reichert entfernte das Halsbrett, zog das Messer abermals auf und vollzog das Urteil. Nach diesem Vorfall litt der Scharfrichter, der mehr als 3000 Menschen hinrichtete, 4 Wochen lang an nervösen Störungen. Seit damals sind keine technischen Pannen mehr bekannt. Es gab anfangs nur wenig Hinrichtungen, später erfolgten sie aber im Sekundentakt. Am 31. Juli 1943 wurden in Wien innerhalb einer Stunde 31 Personen hingerichtet. Innerhalb einer Stunde 31 Personen. Da ist die Urteilsverkündung inbegriffen. Insgesamt wurden in Wien 1184 Hinrichtungen durchgeführt. Die Mehrzahl davon waren politische Gegner, Widerstandskämpfer, Freiheitskämpfer. Von diesen mutigen Männern und Frauen ist überliefert, dass sie wie Helden starben. Obwohl sie für Österreich ihr Leben ließen, ist ihnen bis heute, 65 Jahre nach dem Krieg, die nötige Ehrung versagt geblieben. Jedes Land feiert seine Helden. In Österreich sieht man das offensichtlich etwas anders. Geköpft wurde auch ein 16-jähriges Mädchen und eine 72 Jahre alte Frau. Reichert berichtet auch vom Tod zweier Mädchen, die nicht wussten, warum sie hingerichtet wurden. Sie stahlen 12 Flaschen Wein im Wert von 54 Mark. Trotz dieser Geringfügigkeit forderte der Staatsanwalt ihr Leben. Ähnlich erging es einem 17-jährigen Hitlerjungen, der zu spät in die Kaserne kam. Auch er wurde enthauptet. Bekannt sind auch die Hinrichtungen von 4 Unbeteiligten, die sich zufällig in der Nähe der Guillotine aufhielten. Erst später stellte man fest, dass ihre Unschuldbeteuerungen stimmten. Sie wurden irrtümlich geköpft. Danke.